Puh. Okay. Ich schaue mich mal kurz hier nochmal um. Nee, hier ist nichts, glaube ich, außer Gegnern. Dann gehen wir mal hoch auf den Turm. Da müssen wir einen Hügel hoch. Das gefällt mir jetzt auch nicht so sehr. Da sind wir wie auf dem Präsentierteller da. Aber was soll's? Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Da ist wieder ein stationäres Maschinengewehr, was wir da ausgeschaltet haben. Da fehlen mir glatt die Worte. Da ist noch eins. So, in die Luft gesprengt. Wir flankieren mal wieder ein bisschen. Gehen über links. Okay, lauf mir doch nicht in mein Schussfeld, Freundchen. Hast du das nicht in der Ausbildung gelernt? Oh Mann, das ist ein Freund. Sorry. Oh, okay. Alles klar, hier können wir nirgendwo hin. So, hier flankieren wir wieder. Sehr gut. Die hätten wir. Alles klar, Jungs. Wo sind die nächsten Feinde? Da. Schau, ich ziehe die ganze Zeit nur auf ihn, aber keine Chance. Oh, 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 oh. Das könnte gefährlich werden. Wir haben uns gerade noch so aus der Schlinge befreit. Laufen aber schon in die nächste direkt rein. Sehr gut, den hätten wir. Jungs, immer schön zusammenbleiben. Immer schön den Rücken des anderen decken. Da oben sitzt einer. So, da sitzt keiner mehr. Den Vogel haben wir aus seinem Nest geschossen. Täubchenschießen haben wir gespielt. Okay. Hier, oh, eine Bazooka. Die nehmen wir auf jeden mit. Als nächstes gucken wir wieder hoch auf den Turm. Vielleicht finden wir da ja mal was. Ja, wir finden da ein... Was ist das? Kommunikation. Oh. Oh, da hat jemand auf uns geschossen, glaube ich. Egal, wir setzen mal die Sprengladung an. Dann haben wir das hinter uns. Zack, 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 zack. Armt. Perfekt. Jetzt hier weg. Ich bleib mal kurz bei der Pistole. Dann bin ich ein bisschen agiler. Fühle ich mich ein bisschen sicherer, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Perfekt. Nutzen Sie die anrückende Panzerverstärkung. Wir verfügen über Luftabwehrfahrzeuge. Rotstern-Hubschrauber sind im Anflug. Ihre nächsten Ziele befinden sich in den Slums der Stadt. Sie müssen die Rotsterne im Kommunalgebäude und auf dem Platz eliminieren und die Truppen vernichten, die die Ostflanke halten. Habt ihr das gerade gesehen, wie der gedroppt ist? Der Panzer aus dem Nichts kam auf einmal her. Lustig. Okay. Was wollte ich nachgucken? Na ja, okay, da passt die Muni ungefähr. Ach doch, wir haben das Scharfschützengewehr mitgenommen. Das haben wir sogar noch. Alles klar, perfekt. Und jetzt können wir mit Panzerunterstützung in die Slums, in den Vororten von Russland, von Moskau einrücken. Das machen wir doch glatt mal. Warte mal, wo ist denn hier eigentlich vorne und wo ist hier hinten? So, jetzt. Alles klar, Jungs. Besetzt vielleicht ja auch die anderen Panzer. Oh, da droppt auf einmal ganz urplötzlich ein feindlicher Panzer. Den müssen wir gleich mal ausschalten. Ja. Das wird hier auf jeden Fall ein bisschen Guerilla-mäßig losgehen, das Ganze. In allen Ecken und Enden können Raketenwerfer der Rotsterne positioniert sein. Wo ist denn hier da eigentlich der Panzer? Ich wollte den Panzer außer Gefecht setzen, damit wir wenigstens mit dem keine Scherereien mehr haben. Da ist er. So, okay, dann ist der schon mal zumindest nicht mehr eine Gefahr für uns. Wir fangen mal hier an. Wir haben hier gerade neben uns irgendwo ein Ziel. Das können wir gleich mal einnehmen. Ist das ein Freund, bitte? Jawohl, das ist ein Freund. Wo ist hier ein Gegner? Sehe ich gerade nicht. Okay. Oh, 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 oh. Wir haben irgendwo einen Heli, der über uns fliegt. Glaube ich. Ja, ja, da ist er. Wir nehmen dafür unseren Raketenwerfer.
Hoffentlich haben wir den jetzt getroffen. Ja, den haben wir getroffen. Perfekt. Ich achte jetzt nicht auf den Boden, ne? Wenn da jetzt... Boah, fuck, 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 fuck. Boah, gerade noch so gerettet. Ja, habe ich gerade noch gesagt, ich achte nicht auf den Boden, nur auf den Himmel. Mm-hmm. So, nimm das, Freundchen. Jetzt noch ein Schuss, dann bist du down. Zack. So, der Vogel ist vom Himmel geholt. Wir nehmen mal die Pistole. Da sind wir viel schneller unterwegs. Zack, 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 zack. Oh. Pam. Wollte ich ihm noch kurz eine mitgeben. Wo ist denn hier unser Ziel? Hier. In ein paar Metern. Platz wird gesichert. Jungs, schön in alle Ecken und Enden gucken, dass wir hier nicht überrascht werden. Da ist wieder irgendwo ein Raketenwerfer, der sein Unwesen treibt. Da oben. Warte mal, warte mal. Warte, das machen wir so. Nachladen erstmal. Und jetzt... Nimm das! Pam! Perfekt. Hier haben wir eine schöne Munikiste. Die können wir gleich mal nutzen. Kommen bestimmt noch ein paar mehr an Ding. An Helikoptern, die wir beseitigen müssen. Kommunalgebäude sichern und Verteidigungsstationen neutralisieren. Alles klar. Wir nehmen mal kurz unseren Panzer, den wir eigentlich hier abgestellt haben. Wer klaut uns schon wieder unsere Panzer? Da ist auf jeden Fall einer von uns. Aber den können wir nicht steuern, beziehungsweise da sind wir nur Passagier. Das mag ich nicht so sehr. Da kann ich nicht entscheiden, wohin wir wollen. Ich habe es gerne in der Hand, wohin wir gehen. Wir haben mal rechts und links eine Station oder einen Posten. Wir gehen mal erst nach links. Jetzt schauen wir mal hier rein. Okay, hier ist noch sicher. Aber hier rechts, da sind sie doch. Ja, natürlich. Da ist doch die Meute schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich krieg den da nicht... Ich krieg den da nicht down. Doch, jetzt natürlich krieg ich ihn down. Wow, da, nimmt das, ihr Schweinepriester. Jawohl. Da habe ich wohl ein paar mitgenommen. Wow, das war wieder haarscharf. Mit dem Raketenwerfer. Aua. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Soll ich schon mal nachladen? Nee, noch nicht. Die 50 Schuss da, die wir haben ungefähr, die verbraten wir noch gepflegt. Könnten wir auch glatt in die Luft schießen, aber wir versuchen mal. Vielleicht erwischen wir ja zufällig einen. So, den zum Beispiel, den haben wir erwischt. Aber jetzt lade ich mal erst nach, bevor ich weiter rushe. So, wir gucken mal über die Flanke, was wir so sehen. Und was wir sehen, ist, dass wir nichts sehen. Okay. Oh, da hat wieder einer geschossen. Die sind so schwer auszumachen. Wahrscheinlich hier irgendwo, hier sind sie drin. Na gut. Da rein müssen wir, um das Kommunalgebäude zu sichern. Wo ist ein Gegner, oder? Nee, doch nicht. Halten, um zu erobern. Es wird aber schleunigst erledigt. Sehr schön. Ja, ich schaue mich mal hier kurz um, aber hier ist totes Ende, Jungs. Zurück! Lohnt sich nicht. Keine Schätze vergraben oder so. Boah, wie sie alle auf einmal hier aufkreuzen. So, nächstes Ziel. Was, kommt da was? Heli oder was? Nee, ist alles noch sauber. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach rechts. Todesschwadron neutralisieren. Was ist ein Todesschwadron? Wir müssen auf jeden Fall irgendwo in die Richtung. Da war doch noch irgendwo ein Ziel. Die Minimap zeigt es noch nicht an. Doch, jetzt. In den Häusern ist bestimmt irgendwas. Oder später, da kommen bestimmt Scharfschützen, Raketenwerfer-Typen raus, die uns die Hölle heiß machen werden. Ja, der Spruch wird langsam alt, Junge. Alles klar, jetzt haben wir wieder den Panzer. Auch in unserer Gewalt. Könnt schön lenken. So, und dann sehen wir schon rote Punkte, die wir gleich alle nacheinander abschießen müssen oder werden. Okay, jetzt gucken wir mal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.
Immer schön ein bisschen wenigstens in Bewegung bleiben, dass wir nicht gar so einfach zu treffen sind. Okay. Ist da noch irgendwo einer? Nein. Einigermaßen sicher. Einigermaßen sicher. Okay, dann steigen wir aus. Wir nehmen wieder unsere Pistole. Ich fühle mich einfach mit der Pistole etwas sicherer, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Auch wenn es doof klingt, ne? Ah, ne, warte mal. Ich bleib erstmal hier, nehme das ein und dann renne ich zur Waffenkiste. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen, aber sicherheitshalber. Okay. Und. Jawohl! Sehr gut. Ja, sicherlich. Na, sowieso auch. Finde ich auch. Und ich brauche jetzt erst einmal ein Bier. Liebe Freunde. Oh, das ging ja einigermaßen. Wir sind immer noch in Südrussland. In den Vororten von Moskau. Ich glaube, es geht immer mehr in den Kern der Rotsterne oder der Ostkoalition. Jetzt werden wir den Kreml unsicher machen, glaube ich. Okidoki. Ja, vielleicht mit ein paar mehr Gadgets, die wir so nutzen. Ich glaube, da kommen wir auch leichter durch. Tun wir uns auch leichter auf jeden Fall. Selbst wenn wir mit der Drohne einfach nur erstmal die Lage checken und gucken, was zu tun ist. Aber jetzt schauen wir mal, was das nächste Gebiet für uns bereithält. Enter drücken. Episch. So. Sie machen sich sehr um die Koalition verdient. Oh. Wir müssen jetzt tiefer in die Stadt vorrücken. Oh, oh. Die Luftaufklärung hat zwei Straßensperren gesichtet, die vor Ihnen liegen. Dort stehen schwere Fahrzeuge. Gut getarnt. Sie müssen alle Verteidiger an beiden Straßensperren eliminieren. Machen wir. Übrigens, auf Russisch, stopp. Lustig ein bisschen, aber gut. Ist einfach kyrillisch. Schaut mal hier. Rudis Resterampe bietet einiges an Spielzeug für uns. Wie zum Beispiel eine Bazooka. Schön. Oh, 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 was haben wir denn da? Zack. Direkt auf ihn drauf. Ey, da können wir, da kommen wir 2-3 Meter aus unserem Lager hier raus. Und schon hier brennt die Bude im Prinzip. Oder brennt das Asphalt, der Asphalt. Okay, müssen wir noch einmal treffen. Ich glaube schon. Ja. Perfekt. Jetzt, das war's mit dem Panzer. Ich gehe gleich zur Munikiste. Ich glaube, bei der Bazooka, da könnten wir jeden Schuss gebrauchen. Wir müssen die Straßensperre ausschalten. Da hat uns irgendwas heftigst getroffen. Es scheint mir nach einem dicken Sniper auszusehen. Wo ist hier ein Sniper? Ich sehe keinen. Haben wir hier ein... Ah, genau, eine Angriffsdrohne. Die benutzen wir doch gleich mal. So. Da schauen wir uns mal um, ob wir da noch irgendwas ganz Gefährliches haben oder ob es da nur Infanterie gibt. So, das sieht doch schon gut aus. So, da gehen wir ein bisschen hoch. Oh mein Gott, sind das viele hier. Okay, den nehmen wir mit. Zack, dann nehmen wir die Laterne mit. Oh, da oben. Da oben, schaut mal hin, wen wir da haben. Zack, komm. Du bist weg. Oh, 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 da, komplett daneben. Oh, komm schon. Ja, super, Signalstärke. Ach, schlecht. Ja, das mit der Drohne ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Irgendwie ganz schwammig ist da die Kontrolle. Jetzt versuchen wir mal hier mit einem Scharfschützengewehr durchzukommen. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir da mit dem MG versuchen. Oh, 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 was? Was war das denn? Was hat uns da getroffen? Alter. Ich habe nichts ausfindig machen können, was uns da mit ein, zwei Schuss außer Gefecht setzen kann. Da muss ich mal ganz genau gucken. Also den auf jeden Fall. Zack. Den auf jeden Fall. Na, den haben wir nicht ganz erwischt. Bist du denn so ein... Hallo? Ah, oh Mann, jetzt sind wir schon wieder out of money. Fast.
10 Schuss gerade mal. Ach so, nee. 10 Magazine haben wir noch. Was schießt? Wer trifft uns da so perfekt? Da ist doch irgendwo ein Scharfschütze unterwegs. Oder nicht? Straßensperre erledigt. Gute Arbeit, Männer. Okay, die hauen jetzt erstmal alle ab, schätze ich mal. Oder auch nicht. Aber irgendwo ist doch da oben war doch gerade was. Rot. Wegen der Mistkerle hab ich mir einen Fingernagel abgebrochen. Ja, du Pussy!